Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute hier zu einer weiteren Folge hier meines Nostalgie-Projekts hier auf der alten Steinmap. Ja, wir sind jetzt hier, haben schon ein paar Aufträge gemacht. Letztes war ja doch Einsehen von Gerste, soweit ich mich erinnere. Ja, das Tolle dran ist, wir haben hier heute mal ein bisschen was, schon mal ein paar Aufträge reingekriegt. Haben wir gesehen, jetzt, wir haben hier Feld Nummer 1 ernten. Ja, da dürfen wir Weizen ernten, wieder hier bei uns in Dithmar. Ich vermute doch, er ist Moonshiner, kann aber ich mich täuschen, aber auch. Dann haben wir Feld Nummer 24 auch hier für den Dithmar. Der lacht immer so nett und freundlich, wenn wir hier sehen. Ja, da haben wir hier einmal Spritzen für Unkraut, wie man unschwer sehen kann. Dann hier haben wir wieder Ernten, hier Sojabohnen, also alles für den Drescher. Ja, dann was schauen wir mal, was wir als nächstes hätten. Dann hätten wir hier also noch eine Rapsernte. Den haben wir aber noch nicht angenommen. Haben wir gesagt, hier, wir müssen erstmal die anderen Aufträge erstmal machen können und dann schauen wir natürlich weiter. Und dann gibt es hier nur mal eine gute Ernte. Das ist echt nice. Ihr wisst von noch vom letzten Mal, da habe ich hier also Rüben. Ja, den Rest schauen wir uns dann nochmal später mal an. Aber jetzt gehen wir hier auf Feld Nummer 1. Da haben wir hier Weizen. Und das müssen wir hier in Lagerturm bringen. Mal schauen, wo das ist überhaupt. Lagerturm. Schauen wir mal auf die Karte, wo Lagerturm ist. Kornmühle. Wo ist Lagerturm? Hier haben wir die Ölmühle. Wassermühle. Kornmühle. Ah, Lagerturm ist da hinten. Da war ich, glaube ich, noch gar nicht. Aber kein Problem. Wir machen jetzt erstmal hier Feld Nummer 1. Das ist neben Feld Nummer 2. Ja, und da würde ich mal sagen, lassen wir uns also alles hier beginnen, würde ich mal sagen, oder? Also, oder schnappen wir uns einen Drescher, fahren mal rauf. Und wir müssen auch noch schauen, wo wir... Ich glaube, wir haben hier ganz hinten oben irgendwo. Ja, hier hinten auf Feld 22. Haben wir hier uns einen Traktor-Hänger noch stehen. Also, weil wir haben hier schon fast 4 Uhr. Er konnte jetzt so richtig schlafen. Oder denk mal, ja, kein Problem. Das machen wir schon. Sieht auch echt toll aus, finde ich. Gehen wir mal zurück, machen mal ein schönes Foto natürlich. Mal schauen wir dann mal das mal so her. Es ist irgendwie ein bisschen zu dunkel. Wir brauchen ein bisschen mehr Licht. Ach, machen wir das ein anderes Mal. Wir laufen mal rauf, sonst dauert es zu lange, würde ich mal sagen. Ich weiß aber, dass der Drescher da oben stehen muss. Irgendwo. Machen wir jetzt mal die Taschenlampe an. Schauen wir mal, wo die ist. Wir haben ja die Taschenlampe ja da. Ich weiß aber, dass ich den hier irgendwo hingestellt habe. Boah, wie das hier sprießt. Was der wohl draufgekippt hat. Wo habe ich dann den Drescher stehen? Oder steht der Drescher hier unten? Ach, da steht er unten. Egal. Dann holen wir jetzt erstmal hier uns ein... Wo bin ich jetzt hin? Ah, da. Mei, oh mei, oh mei. Das Feld? Okay, dann müssen wir in die andere Richtung laufen. Darf ich keiner erzählen, dass ich mich hier verlaufen tue, um meine Sachen zu holen. Okay, wo ist denn der andere Drecker? So was aber auch. Egal.
denn noch beim unten stehen da beim Händler da in der Nähe der Trecker mit dem Hänger? Sowas aber auch, aber egal. Das kommt davon, wenn man es halt aufräumt. Also das soll eine Lehre, glaube ich, sein, dass man hier die Sachen aufräumt. Und nicht immer irgendwo das Zeug stehen lässt. Glaube ich jedenfalls. Ach ja, ich soll das Licht ausschalten wegen der Batterie. Der steht zu nah, kann nicht aussteigen. Hilfe, er rollt noch. Ist ja echt krass. Jetzt kann man aussteigen, wie wir hier sehen. Da hinten irgendwo. Hier hinten. Ich glaube hier über die Brücke. Dann geht's links. Da müsste, glaube ich, hier noch unser Trecker natürlich stehen. Langsam erinnere ich mich. Ja, da steht er. Also kommen wir mal schauen, ob wir Feld Nummer 2 eingetragen haben. Ja, aber eingetragen. Nein, wir füllen, tun wir ja nicht, wir fahren ja, wir tun ja nur über Lagerturm, alten Lagerturm haben wir hier. So. Jetzt müssen wir hier noch hinten rumgehen, dass wir dann hinkommen. Ich glaube, einsehen ist Feld Nummer 1, soweit ich weiß. Aber egal, wir fahren den zu Feld Nummer 2. Dann ist er schon mal beim Feld Nummer 2 und hier hinten irgendwo, da habe ich hier uns einen Drescher stehen. Dum, dum, dum. Dum, dum, dum. So, jetzt haben wir hier uns einen Drescher. Müssen wir noch mal kurz mal auf die Karte gucken. Feld Nummer 1 ist da. Wir müssen jetzt so. Okay. Ja, Feld Nummer 1 müssen wir nachher noch eintragen.
jetzt fahr ich mal hier rüber. Die Brücke ist ein bisschen schmal, da muss man ein bisschen aufpassen. Schalten wir mal die Rundumleuchte mal ein. Ist besser. So. Erstmal, also müssen wir erstmal aussteigen und mal gucken, mal wo am besten wir zu dem Feld hinkommen. Und Taschenlampe mal einschalten. Hier ist das Feld jetzt da, wo wir hin sollen. Wo ist jetzt der Weg dahin? Aha, okay. Das hat er aber nicht intelligent gemacht, würde ich mal sagen. Ah, hier hinten ist ein Weg, okay. Ach, da müsste ich da entlang, okay. Kein Problem, Leute. Sicht mal an. Dunkel ist es doch ein bisschen schwer, das Ganze sich zu orientieren. Ja, auf dem Feld Nummer 1 war ich bis jetzt noch nicht. Da müssen wir ja erst eher mal den Weg dann nachher auch noch einfahren. Da müssen wir jetzt hier so her. Ja, das war's für die Folge, würde ich mal sagen. Ich denke mal, wir sehen uns natürlich bei der nächsten Folge wieder, wenn es heißt hier Lohnunternehmen Ballermann. Würde mich auf alle Fälle freuen. Hiermit sage ich schon mal Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Franz. Ciao, ciao.